Was geht ab? Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin in Berlin und heute machen wir eine kleine Foodtour. Aber nicht eine normale Foodtour, sondern eine Foodtour bei Läden von Freunden, bei Läden, die ich kenne. Wir gehen zu Omar, zu Nas City Chicken. Wir gehen zu Orgis Gemüsekebab. Wir gehen zu unserem Bruder Munib, zu Churulade. Und wir gehen zu Damn Dog. Ihr werdet nicht glauben, wer hinter der Kamera ist. Eine Person, die ihr wahrscheinlich vermisst habt. Ihr kennt diese Person schon aus Food-Videos von mir auf diesem Kanal. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wie geht's? Alhamdulillah, mein Bruder. Wie geht's euch? Ich hab dich vermisst. Das ist der Bruder Mustafa. Ihr kennt ihn von Mekka. Wir haben da schon einen Food-Vlog gedreht und ich bin hier in Berlin. Und der Bruder Mustafa hat gesagt, komm, wir machen das nochmal. Er wird nicht bei allen Spots dabei sein können, denn guck mal, mashallah, der Bruder fastet heute. Das heißt, wir müssen warten bis Maghrib und dann kann der Bruder mitmachen. Jam Dog, bist du dabei, ne? 100%. Und da es heute um Essen geht, muss ich euch noch eine Kleinigkeit mitteilen, denn dieses Video ist gesponsert von Datteldealer. Datteldealer kennt ihr schon von diesem Kanal. Datteldealer ist mein Kopf. Kooperationspartner und nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Bei Datteldealer, ungelogen, kriegt ihr die besten Datteln, die ich jemals gegessen habe. Die Datteln kommen aus palästinensischen Kleinbauern. Auch da manche sagen, hey, kommt es wirklich aus Palästina? Ja, und nicht von großen Firmen, sondern von Kleinbauern. Ihr unterstützt also Menschen dort drüben. Bestellen könnt ihr ganz einfach auf www.datteldealer.de und ganz wichtig, nur diese schwarze Verpackung von Datteldealer, das sind die originalen Datteln aus Palästina, denn auf eBay gibt es inzwischen schon welche, die Fakes verkaufen. Einfach in den Warenkorb legen und mit dem Code Maestro10 gibt es nochmal 10%. Plus on top 5% vom gesamten Umsatz gehen an hilfsbedürftige Familien in Gaza. Ganz wichtig, nicht an Organisationen, sondern wirklich an hilfsbedürftige Familien. Also tut was Gutes und tut euch selbst einen Gefallen und isst die besten Datteln auf dem Markt bei Datteldealer. Bruder, wie kommen wir rüber? Bruder, du kannst aufhören zu filmen, ne? Wie kommen wir rüber? Das ist Berlin, Bruder, hier darf man das. Guck mal, der Opa, wie der langsam rüberkommt. Na, wenn ich 4 Meter Beine hätte wie du, würde ich auch so rüberlaufen. Der erste Laden. Nas City Chicken. Assalamu alaikum. Bruder, ich freue mich so auf diese Sea Bites. Der Chicken Burger sieht auch heftig aus. Jetzt fragt mich mal, wie heftig das für mich aussehen muss. Aber Bruder, Allah subhanahu wa ta'ala wird sehen, wie du gerade am Struggle bist und möge er dein Fasten tausendfach belohnen. Allahumma amin, Bruder. Inshallah. Also wir werden jetzt die Sea Bites probieren, das Spezialbrot und das Sandwich. Nicht wir. Er wird's probieren. Du wirst später schon deine Hand bekommen bei Damn Dog. Inshallah. Inshallah. Oh mein Gott, was für ein hoher Besuch. Was ist das für ein Style, Bruder? Käppi, Mantel und Dings. Wie heißt das? Jalebiya. Abaya. Assalamu alaikum. Der Bruder Islamquiz hat zu mir gerade gesagt, hast du hier schon mal halbes Hähnchen gegessen? Und ich sag, halbes Hähnchen ist doch so keine große Kunst. Und er sagt, nein, nein, hast du schon mal hier gegessen? Also, ich wusste es nicht. Wir werden jetzt auch noch ein halbes Hähnchen bestellen. Leute, leider ist das Mikrofon ausgefallen. Sorry dafür. Freunde, wir haben heute hohen Besuch. Unser Bruder Omar ist da. Nein, du bist der hohe Besuch. Nein, du bist der hohe Besuch. Ich küsse. Du weißt gar nicht, wie lange ich warte, diesen Bruder in den Arm zu nehmen. Bei Allah, wallah. Ich freue mich sehr, dass der Bruder Omar es geschafft hat und auch hier ist. Ich kann euch schon vorher sagen, der Name hat ja einen sehr großen Wert. Nahas City Chicken in Berlin. Kommt gerne vorbei. Ich werde jetzt ehrliche Meinung dazu abgeben. Bismillah. Ich muss mit dir essen, weil ich muss Qualität testen, mein Bruder. Hab ich schon erklärt, was das hier ist? Das Leckere? Filet Chicken Bites. City Chicken war von immer bekannt nur für halbe Hähnchen, Bruder. Ja. Kleine Sides. Vielleicht ein bisschen Grillgerichte, Fleischspieße, Kräfterspieße, Lamm. Aber sowas wie Chicken Bites, so gab es nie. Und als ich den Laden übernommen habe, wollte ich einen Burger kreieren. Ich habe so eine große Runde gemacht und habe einen Burger gemacht. Und der Lieferant hat mir leider zu große Hähnchenbruststücke geholt, dass ich die alle schneiden musste. Und dann hatte ich zu viele Hähnchenstreifen, die habe ich gewürfelt. Und die habe ich, weil wir nicht verschwenderisch sind, niemals, habe ich dann auch zum Burger dazugelegt. Einfach so. Und die wurden am besten bewertet. Ja, guck mal. Oh, Allahu Akbar. 10 von 10. Das ist schon mein Bruder. Das Spezialbrot. Wow. Guck mal, Bruder. Das ist das beste halbe Hähnchen, was ich jemals gegessen habe. Ich danke dir, mein Bruder. Es tut mir einen Gefallen. Du nimmst ja ein Stück Brot bitte, ein bisschen größeres Stück Brot. Legst bitte ein bisschen Hähnchenbrust rein, ein Hähnchenhaar. Aber nimm erstmal die Haut von der Keule runter. Genau. Perfekt. Das ist rein. Ja, jetzt nimmst du ein bisschen Krautsalat. Perfekt, genau. Dann nimmst du noch, was du möchtest, Bruder. Bist du ein, zwei Pommes? Jetzt drehst du den Wrap, Bruder. Das ist gut. Nein, ja, perfekt. Das ist es. Das ist so der. Türken können drin drehen. Ja, Bruder. Perfekt sogar. Bismillah. Amuriert, Bruder. Amuriert einfach. Ich weiß es. Alhamdulillah.
Die werden sagen, weil wir Freunde sind, ich mag, bewerte dich so gut extra. Jetzt kriegt er 10 von 10. Weil du mein Freund bist, musst du ehrlich bewerten, damit ich Sachen besser machen kann. Bruder Herz, hier haben wir unsere Soßen, die benutzen wir normalerweise auf unsere Wings oder auf unsere Bites. Deswegen empfehle ich dir jetzt, nimm dir ein Bite, fang mit dieser Soße an. Das ist eine der meistbeliebtesten Soßen, die wir haben. Garlic Parmesan. Vielleicht hast du schon ein bisschen gehört. Oder das ist es. Was ist da drin? Das ist es. Du hast Knoblauch drin, du hast Parmesan drin, du hast ein bisschen Mayo drin. Und ein paar Gewürze, die darf ich nicht verraten, sonst kommt die Konkurrenz. Wow. Was soll das jetzt noch top? Was ist das? Ranch-Soße. Ranch? Ja. Am besten mit ein bisschen Grünzeug, aber ist auch gut. Ranch ist nicht meins. Sehr gut. Gar nicht meins. Sehr gut. Seht ihr? Herrliches Feedback. Gochujang, süßlich. Was sagst du? Was ist dein Favorite Flavor? Garlic Parmesan. Ja, Mann. 10 von 10. Lecker, leicht, bisschen scharf immer noch. Süßlich scharf. Süßlich scharf, genau. Ja. Auch nicht meins. Dann ist das deine Soße. Garlic Parmesan. Was ist denn das? Mit das ist Honey Mustard. Ich liebe. Dann sag mir, wie mein Honigsenf ist. Ich bin nicht zufrieden damit bis jetzt. Ich bin noch am Experimentieren. Ist zu senfig. Ja. Der Senfgeschmack ist noch ein bisschen zu präsent. Diese Soßen sind. Okay, ich bin ehrlich, die sind okay. Das zweite, was ich probiert habe, ist gar nicht meins. Ranch-Soße ist nicht deins. Ja, aber das hier ist hier, das hier, ne, ist eine 11 von 10. Oh, wow. Eine 11 von 10. Ich liebe Joppi-Soße. Ja, ich auch. Voilà. Ich liebe Joppi-Soße, aber irgendwann kann man das nicht mehr essen, weil man es so oft gegessen hat schon. Ne? Das hier, ich würde sogar sagen, das ist besser als Joppi-Soße. Oh, wow. Boah. Kannst du das bitte verkaufen? So, und okay. Wir haben noch ein letztes Gericht. Das ist der Wrap. Ich würde sagen, einfach bismillah. Ist wirklich gut, es ist so wie Shawarma ein bisschen. Mhm. Aber Bruder, ich finde diese Hähnchenspieß ein bisschen zu trocken. Der ist ein bisschen zu trocken. Der müsste saftiger sein. Okay. Ein Bite. Hier würde ich geben 6,5 von 10. Aber hat er auch gesagt, dass nicht sozusagen das ist das. Genau. Dem halben Hähnchen, das ist eine glatte 10 von 10. Diese Chicken Bites sind auch eine 10 von 10. So ein bisschen was zum Snack. Einfach, oh. Wenn du Pommes machst, habe ich sie nochmal so ein bisschen Garlic Parmesan geholt. Ja. Ja. Unfassbar. Bruder, unfassbar. So, Freunde, wir wollen gar keine Zeit verlieren. Wir haben noch ein paar weitere Spots. Wir essen jetzt hier auf. Gleich kommt noch Easy. Der war unterwegs. Den seht ihr gleich auch noch. Ich würde sagen, bis gleich. So, Easy ist jetzt auch da. Räuber-Style. Und der hat sich einen Burger bestellt. Und wir sind jetzt gespannt. Beiß mal rein. Gut, knusprig, gut. Knusprig, sehr gut. Ja, erzähl, lecker Fisch. Okay, Freunde, wir sind jetzt am zweiten Spot. Churolade, das ist der Laden von unserem Bruder Islam Quiz. Abo nur für die, die ihn kennen. Wir haben gerade deftig gegessen bei City Chicken, bei unserem Bruder Omar. Und jetzt gibt's was Süßes. Abo nur ist auf dem Weg, der kommt gleich. Ihr kennt den Berliner Verkehr, wir gehen schon mal rein. Freunde, guckt euch das mal an, was für eine Auswahl wir hier haben. Guck mal hier die Toppings. Wow. Wir werden gleich alles hier auseinandernehmen. Was fällt dir auf, Bruder? Was soll mir auffallen? Keine Ahnung. Bruder, wie lang sind diese T-Shirts normalerweise? Ich bin gerade Updates nehmen. Ich denke mir so, irgendwas ist seltsam, so eng. Normalerweise ist es Oversize, bis zum geht nicht mehr. Ihr werdet das alle kennen. Stimmt, stimmt. Bruder, kannst du kurz hinten einmal umklappen und zeigen, welche Größe das ist? Es einfach. Du hast von Jäger. Schau mal, die passt doch nicht. Ich hab von meiner Frau ein T-Shirt an. Ihr seht es mir jetzt, ich komme gleich wieder. Immer Notfall, bei Five Prayer, Pullover, immer mein Auto. Hast du dabei? Freunde, wir ziehen uns kurz um. Oh mein Gott. Übrigens sind zu Black Friday die Hoodies wieder da. Sowohl in schwarz als auch in Off-White. Auf www.fiveprayers.de könnt ihr euch euren Lieblingshoodie jetzt in der gewünschten Größe bestellen. Weil es eine Black Friday Aktion ist, arbeiten wir auf Bestellung und deswegen dauert die Lieferung 5 bis 8 Wochen. Bei der Nachfrage, die ich bei den Hoodies bekommen habe, sollte das aber kein Problem sein. Also geht auf www.fiveprayers.de und bestellt euch euren Hoodie. Mashallah, guck mal, was für eine Cola wir hier haben. Oh, der Bruder ist hier am Frittieren. Boah, die Churros sehen wunderschön aus. Ist außen knusprig, innen fluffig. Wow, Leute, bitte guckt euch mal diese Churros an. Es sieht so unfassbar lecker aus. Da sind Lotus-Kekse sogar drauf. Und guckt mal bitte diese Getränke an. So, wir fangen jetzt schon mal an. Gleich kommt noch was. Wie heißt das, Bruder? Imperator? Ja. Der Imperator kommt gleich aus Libanon und Syrien? Ja, genau. Eine libanesisch-syrische Spezialität. Das heißt, wir freuen uns noch auf den Imperator. Wir fangen aber jetzt an. Afin Olsun.
Das Besondere hier ist, sind die Füllungen, ne? Auch Maschallah, die Churros sind gefüllt. Wie das rausläuft. Boah. Weißt du, was ich hier feiere? Dass es mundgerechte Stücke sind. Kennst du das? Du hast immer diese Tüte. Du isst ein, zwei und dann reicht es schon. Was ist das hier? Das ist Berry Lady. Das ist Fruit Punch. Fruit Punch. Ich Fruit Punch. Ja. Das sind Smoothies. Ohne Zucker. Das ist schon viel lecker, wie diese Dings. Ja, ja. Richtig erfrischend. Das ist ein bisschen so stärker. Da sind viele Beeren drin, deswegen ein bisschen säuerlicher. 9 von 10. Ja, ich feiere den auch mehr. 8,5 von 10. Und das hier? Das ist einfach Limonade. Boah, ist Ananassaft drin? Ja, okay. Probier jetzt erstmal. Das sind die besten Churros, die ich gegessen habe. Alhamdulillah. Ich kenne das aus dieser Tüte. Ja. Dann ziehst du es da raus. Da ist ein bisschen entweder Schokolade drauf oder Puderzucker. Und ich finde, so ein Teller reicht vollkommen. Du isst es ja nicht, um satt zu werden. Kann man die mitnehmen? Ja, up to go. Wie lange sind die gut? Manche sagen sogar kalt, schmecken die besser. Wirklich. Und da kannst du bitte für meine Frau safe. Das hier fertig machen. Das. Safe. Ich habe Churros früher sehr geliebt, weißt du was? Ja. Aber ich habe irgendwann übertrieben. Da habe ich so einen Abtörner, so dass ich nur noch so eineinhalb schaffe. Bevor es mich verwirbelt. Hier nicht. Kannst du mir auch irgendwas zu mitnehmen machen? Ja. Irgendwas bueno, keine Ahnung. Ja, muss die mir auch zu mitnehmen? Der Bruder hat übrigens nur noch halbe Stunde. Inshallah. Du hast es geschafft, mashallah. Okay, jetzt bin ich gespannt auf den Imperator. Bin sehr gespannt auf den Imperator. Da kommt er halt. Okay, da kommt er, der Imperator. Wow. Bruder, was ist das? Auf Arabisch Imperator. Und auf Türkisch Fatih Terim. Hoch die Tassen. Die leckere Banane. Warum reißt du mir? Bismillah. Bismillah. So, schickst du wieder rein. Was ist das hier oben, Bruder? Es sind Männerbananen. Was ist hier oben, Bruder? Das ist Ashta, heißt das. Ashta? Ja. Ist da Honig drauf? Ist Abo. Ja, Honig ist drauf. Adilan. Wow. Ja. Das ist gekochte Milch. Ashta. Gekochte Milch? Ja. Das ist mein Ding, ja. Oftmals, wenn du auch Joghurt machst und so, selber zu Hause Joghurt machst, ist das diese Kaimak da oben. Das ist diese Creme. Das ist diese dicke Schicht. Du musst gleich auch trinken, ne? Wenn du durch bist, dieses Getränk. Sehr, sehr lecker. Ist das sowas arabisch, von der arabischen Küche? Ja. So eine Vitaminbombe? Es schmeckt sehr süß. Ja? Richtig lecker. Das ist mein Ding, Bruder, ja. Ist deins? Ja, ja. Ist auch gesund vor allem, ne? Ich sag dir, die Churros, 10 von 10. Definitiv. Der Imperator, würde sagen, 8. Ist nicht so meins, weil sehr viel drin ist, ne? Ja. Die Getränke, auch, also volle Punktzahl. Richtig, richtig lecker, die Smoothies. Für die von euch, die wissen, wie es ist, wenn man frische Früchte presst und so als Kaltgetränk verkauft, manchmal so an Ständen im Ausland, die werden genau wissen, was ich meine. Das sind diese Vitaminbomben. Ja. Mashallah. Allahumma barik. Kommt gerne in den Laden. Der Laden heißt Churulade. Wegen Schokolade. Churulade. Genau. Churus, Churulade und Schokolade. Sehr geil. Kommt gerne in Neukölln zu unserem Bruder Islam Quiz und lasst Liebe da. Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Spot und das ist Oggis Gemüsekebab. Und da muss die sogar mitessen. Inshallah. Endlich ist es soweit, Alter. Assalamu alaikum. Salam. Wie geht's, Bruder? Alhamdulillah. Ich strahl's, Alter. Weil ich dich gesehen habe. Und weil deine Leuchttafel so hell ist. Sehr gut, sehr gut. Freunde, wir sind bei Oggis Gemüsekebab. Er hat aufgemacht und ich war noch nicht hier. Ich bin zweimal vorbeigefahren, aber der Bruder war nicht da. Und ich wollte schon so lange hier essen. Und ich habe es heute endlich geschafft. Heute ist es soweit. Bruder, ich freue mich, dass viel ist, Allah. Bruder, in der Zwischenzeit, er hat schon über 1000 Bewertungen auf Google. Und jetzt an euch, wenn ihr noch keine abgegeben habt, aber hier gegessen habt und es war lecker, geht und gibt 5 Sterne auf Google. Wo? Der Laden heißt Oggis Gemüsekebab. Wenn ihr aus Berlin seid oder Umgebung, kommt hier essen. Sag mal die Straße. Das ist die Döberitzer Straße 1. Döberitzer Straße 1. Kommt hier hin. Wir werden jetzt machst du bitte einfach einen fertig? Genau. So wie du denkst, dass es am besten schmeckt. Okay. Und ich probiere den. Aber. Dann würde ich sagen, gehen wir Gas. So, Freunde, ein Blick hinter die Kulissen. Hier werden die Pommes schon fertig gemacht. Boah, guckt euch mal diesen heftigen Döner an. Bruder, Maschallah, ja. Bruder, eine Sache wollte ich mal schon sagen. Ja, sag mal. Bitte schön, wie willst du den Döner haben? Chef, musst du sagen. Was soll ich denn? Kräuter Knoblauch, okay. Salat, alles. Geil. Was machst du? Ich kann nicht. Ich tue jetzt einfach nur so. Nein, ich kann nicht. Versuch mal, doch, du kannst. Doch, ist okay. Doch? Ja, aber er muss ein bisschen stehen lassen. Nochmal, guck mal. Wenig Tomate. Ja, ist okay. Granada. War das gut? Ja, ja. Das schaut aber gekonnt aus. Ja, das schaut wirklich gekonnt aus. Das sind die türkischen Genie. Da wird der Döner fertig gemacht. Och. Unsere scharfe Soße, sehr, sehr berühmt. Unsere Knoblauchsoße, ebenfalls sehr, sehr berühmt. Unsere Kräutersoße, auch sehr berühmt. Und unsere Honig-Sesam-Soße, Bruder. Honig-Sesam? Ja, die ist sehr, sehr special. Mashallah. Gemüse kommt rein, Bruder. Das wird schon durchgemischt. Ja. Wissen wir, was ist das?
einfach so eure hausgemachte. Genau. Okay. Hausgemachte Gewürze. Da haben wir rote Zwiebeln, Bro. Plus den Grünsalat. Unser Käse kommt rein. Und ganz wichtig, ein Spitzer Limette. Und fertig ist dein Döner, Bruder. Dankeschön, Bruderherz. Bitteschön, Bruder. Bruder, guck dir das mal an, diese Schönheit. Ich würde sagen, ich probiere das erste Stück einfach so ein bisschen, ne? Ja. Du willst mich schon was haben. Ja, ja. Bruder, beiß rein, aber sag erst, was nach dem zweiten Dritten ist, bitte, ja? Unsere Pommes sind auch schon ready. Hast du schon davon gehört? Ich hab gleich, ne, noch nicht gehört. Okay. Bismillah. Du warst so, dass du ein Pommes gehst? Ja, ja. Er soll ein bisschen ziehen. Die meinten, aber ich bin ungeduldig. Okay, okay, okay. Ich muss sagen. Ein bisschen noch. Danach, okay? Deal? Alle sind gespannt, warte. Komm mal bitte. Oder für mich wird alles gerade schmecken. Noch nicht beißen? Was kommt jetzt? Ich hab Angst. Bitte nicht. Wallah, ja. Wallah, ist der beste Döner in Berlin, den ich gegessen habe. Mein Bruder, danke schön. Wallah bedeutet mir viel. Wallah. Dankeschön. Auf jeden Fall. Jetzt sag ich dir was. Die sind hinter der Kamera. Ja. Er hat hier schon sein Favorite, weil er Berliner ist. Okay. Bruder, du bist zwar satt, du musst gleich einen essen. Safe. Sag mal, ich gebe schnell gute Noten, weil ich bin ein Mensch einfach, der sehr schnell euphorisch ist. Einfach, ja. Aber bei dir, sagt dir Wallah, es ist der beste Döner. Wallah. Den ich in Berlin gehe. Weißt du was? Es ist gleichzeitig sage ich eigentlich deutschlandweit, weil es gibt außer Berlin keinen guten Döner. Also, schwierig. Ja, da stimme ich dir zu. Ja, 100%. Wer sagt denn, der Kamera stimmt ja schon zu. Bruder, wir reden gleich schon bei dem Döner weiter. In der Euphorie will ich kurz, dass du gekommen bist. Bist du scharf? Ich hoffe es. Ja, schon. Danke. In der gleichen Euphorie, im selben Atemzug. Ja, ehrlich? Ehrlich. Pommes sind gut? Ja. Sind knusprig, sind lecker. Soße ist nicht meins. Okay, erstmal ohne Soße. Alles gut. Boah, schon sehr lecker. Ja. Ah, viel Lust, Bruder. Bruder, aber soll ich was sagen? Das ist nichts zum Döner. Weil andere sagen zum Beispiel, eure Pommes sind besser als der Döner. Bruder, der das gesagt hat, hat keine Ahnung. Aber die sind lecker, die sind sehr lecker. Bruder. Aber die Sache ist... Weiß mal rein? Nein, du weißt jetzt rein. Weißt du, was du sagst, Bruder? Ich bin gespannt. Ach so, ich weiß, warum der das gesagt hat. Weil er hat gefastet den ganzen Tag und der hat den ganzen Tag gewartet, diesen Döner zu essen. Ist, lass ziehen. Allah kann und sag, Bruder. Sag mal wirklich, ob ich gerade übertrieben habe. Weil die Leute denken... Bist du auch ein bisschen? Kein bisschen hast du gerade übernommen. Du bist auch Berliner, okay, krass. Schmeckt sehr geil. Sehr. Weißt du was? Aber zum Glück, Alhamdulillah, bei den anderen Läden sagen, die denken so, ich lüge oder so, weil ich die Leute mag. Ja. Aber bei dir? Du hast sogar Wallah gesagt, das ist gut. Hier auf Google, ja, Wallah. Hier auf Google, ich guck nach, diese Bewertungen, diese ganzen 5 Sterne. Ich hab mir schon gedacht, dass der gut ist. Ich schwöre, ich hab mir gedacht, aber ich hätte nicht gedacht, dass der so gut ist. Ich hab eigentlich gar nicht so viel Platz, weil ich den ganzen Tag schon gegessen habe. Ich kenn das. Aber mach bitte für Easy und mich ein, wir teilen uns noch einen Döner. Ich mach euch einen Dürüm. So, Männers, jetzt haben wir hier Dürüm. Zeit für Dürüm? Weißt du, was geil jetzt ist? Ihr fängt direkt in der Mitte an. Hat er erst schon durchgeteilt? Ja. Dann ist nicht diese Low. Da hast du direkt Buff. Weißt du, was du dazu sagst? Ehrlich? Was sagst du, bist du Team Döner oder Team Dürüm? Oder Team Pommes? Kann ich nicht sagen. Ich bin Dürüm-Liebhaber. Ah, okay. Du warst eigentlich Dürüm. 8 von 10 Mal kopf ich in Dürüm. Dir, der Döner, ich fand den Döner besser als den Dürüm. Danke, Bro. Aber der ist auch eine 10 von 10. Döner musst du Brot essen. Korrekt, hast du auch recht. Ich bin auch eher Dürüm eigentlich. Aber bei Gemüse mit mehr Brust, genau, rot. Ich bin genauso, aber dann kommen Phasen, wo ich einen Monat nur Dürüm esse. Kennst du das? Ja. So Phasen, einen Monat nur Döner, einen Monat nur Dürüm. Und bei mir ist gerade so die Dönerphase. So, und jetzt wird der Berliner den testen. Der Ex-Berliner, seit 15 Jahren im Exil, kehrt er zurück in seine Heimat, um in einen Gemüsekebab reinzubeißen. Die ganze Nation wartet gespannt auf sein Resümee. Oder weißt du, ne, wenn du 5 von 5 gibst, 50 Euro. 100 Euro.
Wow. Ja, Bruder, das hat schon alles. Ja, das, man hat so gesehen an seinem Gesicht. Ja, der war wichtig. Mein Bruder, Afedos, Dankeschön. Der Brüder, der kann ich. Ey, Wallah, Bruder, Dankeschön, Bruder. So, Freunde, das war Oggis Gemüsekebab. Bruder, vielen Dank für die Einladung. Bruder, Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Allah, sehr, sehr gelohnt mit diesem Laden. Dankeschön, wirklich. Inshallah, Bruder. Vielen lieben Dank. Leute, kommt zu Oggis Gemüsekebab. Wirklich der beste Döner in Berlin. Danke, Bruder. Kennst du nächstes Spot? Kennst du Damn Dog? Kenn ich. Auch sehr, sehr lecker. Sehr, sehr leckere Hotdogs. Ja. Damn Dog. Das ist der nächste Spot. So, wir sind heute beim letzten Spot und zwar bei guten Freunden von Damn Dog. Die haben hier auf der Krumme Straße die zweite Filiale aufgemacht. Ich habe hier schon gegessen, für mich ist nichts Neues, aber ich habe gesagt, ich muss euch das zeigen. Und die haben eine neue Kreation, die wir heute probieren müssen. Also ich würde sagen, wir reden gar nicht groß rum. Ich bin sogar vorbereitet. Ich habe auf diesen Tag Wochen und Monate gewartet. Let's go. Guckt euch mal an, wie toll das hier aussieht. Wen haben wir denn da? Ich gebe dir die Linke. Assalamu alaikum. Bruder, herzlich. Wie geht's dir, Bruder? Ach, wenn du was richtig Gutes so zur Abwechslung haben möchtest. Ich meine, besten Chicken hast du ja. Bruder, das Katzensprung von meiner. Und du sagst. Wie kann ich nicht herkommen? Okay, ich verstehe. Der ich verstehe. Ist anders, Bruder. Aber ruf nicht, ist gut. Ist gut. Ich mach Spaß. Freunde, guckt euch mal bitte diese Speisekarte an. Ich meine, ihr seht schon an den Farben, wie außergewöhnlich sie ist. Wir haben Homemade Fries. Wir haben eine Option Make Your Dog, wo du die Zutaten selber aussuchen kannst. Wir haben Corn Dogs, sowohl ummantelt als auch mit Panade. Und dann haben wir die berühmten Hot Dogs. Taki Fusion geht ganz gut. Cheesy Delight natürlich auch. Mein Favorite war bis jetzt immer der Pickle Herb, weil ich liebe das so mit Röstzwiebeln und mit Sauergurken und so. Aber jetzt gibt es den neuen Truffle Dog. Rote Zwiebeln, Pilze, Lauchzwiebel, Parmesan und Mozzarella. Dazu gibt es eine Trüffelmayo mit einem Hermel Bun. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich will es. Und das werden wir jetzt heute essen, das werden wir probieren. Und ich sag's euch ehrlich, wenn ihr in Berlin seid und nicht bei Damn Dog isst, richtig Eib. Guckt euch das mal bitte an. Die Schönheit, mit welcher Liebe ins Detail das Ganze fixiert worden ist. Oh mein Gott. Die Lieferung ist da. Das hier ist der Truffle Dog. Und was das hier alles ist, das werden wir gleich erfahren von unserem Bruder Eddie. Das ist unser Bruder Eddie, der hat uns heute herzlich eingeladen. Zuallererst, Assalamu alaikum. Danke, dass ihr hier seid, mein Bruder Herz. Freut mich wirklich, dass ihr hier seid. Willkommen bei Damn Dog. Lasst euch schmecken. Ich habe euch was vorbereitet. Eine Box, 2 Corn Dogs, 2 Hot Dogs und Fries. Ich habe den Truffle Dog zusammengestellt. Was ist das? Das ist der Damsilla. Der ist etwas schärfer. Damsilla, okay. Ah, der den, ist hab ich, den hast du mir mitgebracht, den Damsilla. Den hast du geliebt. Das ist Homemade Fries, also wir machen unsere Fries selber. Cheddar Cheese, da sind Mozzarella Flocken, also haben wir es ein bisschen regnen lassen. Jalapenos sind darauf und Rinderbacon, natürlich halal. Bismillah. Lass es schmecken, ja. Boah. Ist Bismillah. Was? Ich habe ihn kalt gegessen, ja. Aber warm, natürlich frisch, ist ja eine ganz andere Liga, ja. Diese Trüffelmayo. Und alles, was ihr da habt, Frühlingszwiebeln und alles. Ich habe in meinem Leben sowas noch nicht gegessen. Der Bruder kämpft. Der hat ja einen ganz anderen Kampf. Oder auf welchem Weg des Dschihad bist du unterwegs? Aber er hat die Panade nicht. Ich habe ja schon mal gegessen, ihr habt es in der Story gesehen. Ich hatte alle und der Pickle Herb war mein Liebling. Aber der hier, oh, guck mal, wir hatten heute das beste Chicken aus Berlin. Lass mich raten, Nas Chicken. 100%. Wir hatten heute den besten Döner aus Berlin bei Orgis Gemüsekebab. Wir hatten heute die besten Churros und Süßspeisen bei Churrolade von unserem Bruder Islam Chris. Ja, Bombe. Und wir haben die besten Hotdogs aus Berlin, aber ich musste jetzt overall einen Sieger küren, ja? Und ich sage dir, ich bin Typ Döner, das ist mein Lieblingsessen Döner ist. Dass man immer essen kann. Wenn ich nur eine, so ein Fastfood essen könnte, wäre es Döner. Jetzt gerade, vielleicht ändert sich das irgendwann, jetzt gerade ist der vom Thron gestoßen. Es ist dieser. Die anderen nicht, Bruder. Die anderen können für einen Türken, der Döner liegt, krass, nicht. Ja, weißt krass. Du? Aber der hier, Baraklofik. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen leckeren Hotdog gegessen. Der schmeckt besser als alles, was ich heute gegessen habe. Und jetzt bin ich gespannt, wie diese Cornflakes hier schmecken. Beiß mal da noch einmal rein. Die Leute werden sagen, ich lüge. Die werden sagen, entweder der liebt alles, seine Meinung ist nichts wert, oder der lügt. Na, weißt du, wie die das Problem lösen können? Die müssen einfach hier einmal essen. Ich schwöre, komm einfach hier essen und guck, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Ich habe ja bewusst Läden ausgesucht, die wirklich top, top, top sind. Ich bin ja nicht in irgendwelche Ramschläden gegangen oder so. Es gibt auch Leute, die extra irgendwo hingehen, um zu gucken, wie schlecht etwas ist. Ich bin sowieso in die top bewertetsten Läden gegangen. Guckt euch Orgis Gemüsekebab ab. Guckt euch Nas City Chicken an.
Nur bei Berlin. Guckt euch Damn Dog an. Guckt euch Schokolade an. Das sind sowieso top bewertete Läden. Top Jungs, top. Und ich kann euch nur sagen, ich versuche ein bisschen Liebe hier zu verbreiten. Ich versuche was zu finden. Ja, ich finde was. Die Pommes sind nicht meins, Bruder. Und die sind so ein bisschen jetzt so weich geworden, durch diesen, weil sie es eingesaugt haben. Ja, genau. Ja, das ist nicht so ganz meins, muss ich ehrlich sagen. Und hier mit diesen Takis, war okay, war gut. Ich würde sagen so 7 von 10. Aber der hier, der ist eine 100 von 10. Der ist krass. Mein Lieblings-Fastfood. Das ist ein Statement. Mein Lieblings-Fastfood. Auf jeden Fall, auf jeden Und der Fall. Hier ist eine 10 von 10. Oder probier mal bitte. Wirklich, ja? Oder er ist eine 10 von 10. Freunde, an dieser Stelle beende ich das Video. Was ich euch sagen kann ist, wenn ihr nach Berlin kommt, ihr müsst zu Nas City Chicken, zu Omar, ihr müsst zu Damn Dog, zu Oggis Gemüsekeber und ihr müsst zu Churrolade von unserem Bruder Islam Quiz. Auf jeden Fall. Wenn ihr das nicht macht, richtig Eib. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat euch unterhalten. Food-Content ist jetzt nicht mal Main-Content, aber ich finde, diese Berlin-Reise hat richtig Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, das konnte man sehen auf dem Video. In dem Sinne, unterstützt die Brüder auch auf Social Media. Lasst Liebe da, wir essen jetzt weiter. Übrigens, ein Dankeschön an alle, denn wir wurden bei jedem Essen eingeladen. Kuss geht raus an euch alle. Passt auf euch auf. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum.